immer wenn ich nach Dubai komme, ist eigentlich so, dass ich mindestens einmal in der Wüste war, weil es eben in Europa total fernab ist, also man keine Vorstellung davon hat. Und ich glaube, jeder, der auch mal in Dubai war, der sollte dann auch die Wüste mal gesehen haben, weil es ist einfach auch was Außergewöhnliches. Im Endeffekt kennt man es nur aus dem Film, deswegen assoziiert man es automatisch damit und man kennt es einfach so gar nicht. Deswegen ist es schön, hier hinzukommen, auch mal mit Einheimischen zu reden. Ich finde, wenn man etwas beurteilen möchte, dass man auch vor Ort sein muss, um es wirklich ja, greifen zu können und auch beurteilen zu können. Und man bekommt definitiv, wenn man hier in Dubai ist, auch mal einen anderen Blickwinkel auf die islamische Kultur, auf die Religion, auf die Menschen. Auf jeden Fall ein extrem verrücktes Leben, egal wo man hinfliegt. Ich hätte es auch vorher nicht gedacht, dass die Leute selbst in Amerika oder halt wie auch gesagt in Dubai, egal in welches Land man fliegt, egal wie weit man fliegt. Ich glaube, das weiteste war Karibik und selbst da sprechen halt auch die Leute einen an und das ist auf jeden Fall verrückt, dass man irgendwo anonym sein kann. Am Anfang war es für mich extrem ungewohnt. Ich kam mir die ganze Zeit beobachtet vor, aber man merkt schon die Blicke von den Leuten, wenn sie ihn halt erkennen. Es ist ja immer sehr positiv und es ist auch schön, aber es ist am Anfang so, okay, warum gucken die jetzt alle und ich will einfach in Ruhe meinen Burger essen. Also es ist wirklich auch ein positives Gefühl, dass man weltweit bekannt ist. Wenn wir auf andere Kulturen treffen und auf andere Menschen treffen und auch eher von Deutschland sehr, sehr weit weg sind, gerade wenn man das erste Mal dann eben da hinkommt, eher davon ausgeht, dass hier, hier habe ich meine Ruhe, hier kennt mich keiner. Oder auch bei einer Weltmeisterschaft, welche globale Reichweite man damit hat, habe ich das auch sofort gespürt. Einfach die Wahrnehmung für mich als Person ist natürlich nochmal extrem gestiegen. Die war vorher auch da, aufgrund der Leistungen bei Dortmund, aufgrund von Bayern München, Champions League international. Aber dieses Turnier hat das Ganze nochmal verstärkt. Das Leben in der Öffentlichkeit hat so seine positiven Seiten, hat aber auch viele Schattenseiten. Und an sich komme ich damit im Moment noch gut klar. Ich habe nur von mehreren Seiten gehört, dass wenn man Kinder hat, dass es dann anders wird, weil man sich dann noch in seinem Privatleben eingeschränkter fühlt. Wenn man im Urlaub ist, das war jetzt ein Beispiel in Miami, dass dann ein Foto entsteht, das ich nicht haben möchte, dann kommt dieses Machtlose, dieses ich kann das nicht kontrollieren und ich muss ein bisschen aufpassen und daran auch meine Handlung anpassen. Manchmal ist es brutal anstrengend und brutal nervig und manchmal ist es auch einfach erfüllend, ne, in dem Moment. Die erste Meisterschaft, das war bis jetzt so der schönste Titel, muss ich sagen, weil ich war noch sehr, sehr jung, meine erste Saison gespielt und die Euphorie, die damals herrschte, war einfach gigantisch und ist eine sehr, sehr besondere Erinnerung.
Jürgen Klopp ist natürlich jemand, der ein wahnsinnig gutes Gefühl dafür hat, wie er mit Spielern umgeht, wie er einen Zugang auch zu einem Spieler findet. Und ich glaube, dass er bei Mario Götze von Beginn an den Nerv getroffen hat, wie er ihn sowohl fordert, aber auch fördert. Und das ist eine Symbiose gewesen, die beiden genutzt hat. Götze hat sich einfach zu 100% auf dem Platz ausleben können und hat zurückgezahlt durch eine Wahnsinnseffektivität. Jürgen Klopp war ein besonderer Trainer für mich. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er mir ein riesen Vertrauen geschenkt hat, sondern eben auch, dass er wie eigentlich im Fußball ein Vater für mich war, weil ich eben noch 17 war. Und er hat mich eben zu dem auch gemacht, der ich heute bin, der Sportler und der Fußballer, der ich heute bin. Und da hat er einen sehr, sehr, sehr großen Anteil dafür, dass es so gelaufen ist. Und ich bin ihm heute noch dankbar dafür, dass er so auf mich gesetzt hat, so auf mich gebaut hat und dass ich die ersten Jahre meiner Karriere eben unter ihm trainieren konnte. Das war zu der Zeit einfach optimal für mich und für meine Entwicklung. Immer wieder gezeigt im Weltfußball, dass die außergewöhnlichen Spieler auch in dem Alter schon so weit sind, dass sie auf Top-Niveau Unterschiede machen können. Ich erinnere mich immer an einen Spieler wie Raul, der bei Real auch schon mit 17 der entscheidende Torschütze war. Er konnte es einfach und man hat bei Mario Götze gesehen, dass er sofort in der ersten Liga sein bestes Niveau zeigen konnte. Er war damals schon ein absolutes Ausnahmetalent. Und ein Fußballer, wie ich ihn bis dahin eigentlich noch nicht gesehen habe, wie mit einem Radarblick ausgestattet. Ich weiß es, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Das war für die Verteidiger unglaublich schwer, ihn vom Ball zu trennen. Und darüber hinaus hatte er eine sehr große Antizipationsfähigkeit. Also man hatte bei ihm den Eindruck, er konnte erahnen, was der Verteidiger als nächstes macht, wo sich eventuell in der gegnerischen Deckung eine Lücke auftut und ist dann relativ früh in diesen Raum gelaufen, konnte dann gut bedient werden. Es war eigentlich schon ein nahezu perfektes Gesamtpaket, was er da abgeliefert hat. Es ist ja nicht so, dass Mario eine Matrix hatte, also was ich weiß, Arnold Schwarzenegger-Brille, wo dann alles gezeigt wurde und in anhalten, jetzt ist Raum da, jetzt kann ich einen Pass durchspielen. Das war einfach einer seiner außergewöhnlichen Stärken. Das sehen noch ein paar andere Leute, die haben allerdings nicht die Technik und nicht das Ballgefühl dazu, den Ball auch genau dahin zu spielen. So, und wenn das alles zusammenkommt, dann kannst du ein Weltklasse-Spieler werden. Und das ist er, auch wenn er das nicht an jedem Tag in seiner bisherigen Karriere gezeigt hat. Als im Prinzip als kommender Weltstar. Und die Vergleichsgrößen, die da herangezogen worden sind, das sind natürlich die allergrößten gewesen. Das war Lionel Messi, das war Cristiano Ronaldo, obwohl er mit dem jetzt rein fußballerisch gesehen jetzt vielleicht nicht so viel gemein hat. Es gibt schon einige Parallelen auch zwischen ihm und Lionel Messi, nur es ist natürlich ungerecht, einen Spieler jetzt nur mit dem vielleicht allerbesten seines Fachs zu vergleichen. Es wird keinen zweiten Messi geben, es wird keinen zweiten Ronaldo geben, aber es wird eben auch keinen zweiten Götze geben, wenn man sagt, der neue Messi oder was auch immer. Die Frage ist immer, versucht man dann selbst, sich zu vergleichen oder nicht? Und man sollte es eben nicht tun, schon gar nicht mit Messi. Aber die Erwartungshaltung ging in diese Richtung und diese Erwartungshaltung ist natürlich auch dadurch verstärkt worden, weil ganz Borussia Dortmund auf ihn unfassbar stolz war und das natürlich auch betont hat. Also sie waren schon sehr froh, jemanden zu haben, den sozusagen der BVB selber entwickelt hat und der vielleicht das Zeug hat, in die absolute Weltklasse vorzustoßen. Bei Mario selbst hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass ihm diese Vergleiche ein wenig unangenehm waren. Gerade in den jungen Jahren lief alles von alleine. Mario hat viel an sich gearbeitet und es ging halt auch immer weiter bergauf. Und ich glaube schon, dass man gerade in der Öffentlichkeit oder die Leute, die ihn nicht so sehr kannten, das nicht so bemerkt haben, dass er halt auch so ein sensibler und einfach ein Mensch ist.
gerade als Mannschaft damals, wir waren halt nicht nur Teamkameraden, Teamkollegen, sondern wir waren wirklich da enge Kumpels, wenn nicht sogar auch Freunde gewesen in dieser Zeit und haben versucht halt auch Mario, gerade dadurch, dass der Hype von außen immer größer wurde, ihnen halt immer noch zu helfen dabei, nicht abzuheben, was halt wirklich sehr, sehr schwierig ist als junger Spieler, wenn die ganze Welt sich auf einmal um dich dreht. Alle mochten ihn, er war der Jüngste sozusagen und jeder mochte ihn. Das hat alles perfekt funktioniert und dann ja, kam der Wechsel. Den Gedanken, dass ich es bis zur WM nicht schaffen sollte, der kam eigentlich gar nicht. Ich bin Stand heute sehr, sehr fit. Was meine Verletzung momentan betrifft, bin nur noch 5 Tage vom Mannschaftstraining entfernt, da fängt die Vorbereitung wieder an. Ich bin gerade so weit, dass ich eigentlich alles machen kann. Ich mache Stabilisationsübungen, ich mache Sprünge. Am 3.1. fängt das Training an und wir fliegen direkt ins Trainingslager und da werde ich dann auch direkt wieder mit der Mannschaft mit trainieren. Thierry ist dafür da, dass er eigentlich in der jetzigen Situation einfach mein Sprunggelenk kontrolliert, dass er schaut, dass das Band vernünftig zusammengewachsen ist, dass die Schwellung nicht wiederkommt, dass ich stabil bin, dass einfach das System stimmt. Das schätze ich sehr, dass er nicht nur vom Sprunggelenk ausgeht, sondern dass er einfach auch sagt, ich sehe das ganze System, ich sehe den ganzen Körper, ich sehe alle Funktionen und nicht nur die verletzte Struktur. Und das schätze ich sehr. Und er ist einfach dafür da, jetzt gerade, um das System wieder zu reparieren und auch die akute Stelle. In Dortmund ist es meistens so, dass er einmal die Woche zu mir nach Dortmund kommt, mich dort behandelt und wir uns austauschen. Es ist mittlerweile eine freundschaftliche Ebene, die auch sich entwickelt hat. Das heißt, ich bin nicht nur sein Arzt, sondern wir besprechen Sachen, die er vielleicht mit anderen Leuten nicht bereden möchte oder würde. Wir haben ein großes Vertrauensverhältnis. Wir kennen uns seit 4 Jahren. Ich habe ihn damals in Unterhaching kennengelernt. Mein Bruder hat bei Unterhaching gespielt. Dadurch kam die Verbindung zu mir. Und dann habe ich ihn eigentlich regelmäßig gesehen in München. Er ist quasi mein Ansprechpartner, wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich irgendeine Verletzung habe. Jedes Mal, wenn ich nach München kam, war er zu Hause in Training. Das heißt, er keine Ruhe, sondern er kam vom Training in der Mannschaft und hat zu Hause wieder trainiert. Das heißt Krafttraining, Ausdauer, Koordination. Und da wurde das erste Mal schon angesprochen, ja, wann sind Regenerationsphasen vorhanden? Da kam es durch vermehrtes Training sicher auch zu einem Problem. Und dieses Problem hat sich dann in München entwickelt. Das waren die ersten Symptome, wo man gemerkt hat, er trainiert, er gibt aber zu, ich fühle mich nicht mehr so spritzig. Ich habe nicht mehr diese Schnelligkeit, diese Wendigkeit, die ich hatte. Ich muss mehr trainieren, um das zu erreichen, was ich wirklich mittlerweile kann oder konnte. Mario ist jemand, der sehr viel von sich erwartet. Er hat die Grenze sehr hoch gesetzt und diesen Drang, da hochzukommen, das ist auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite ein Risiko. Und Mario ist immer im Dienst der Mannschaft, aber was seinen eigenen Körper anbelangt, ist ein Einzelsportler. Damals habe ich sehr, sehr viel trainiert, also generell nach dem Training noch was gemacht oder dann auch eine zweite Einheit für mich selbst eingebaut, noch Yoga gemacht und viele Dinge einfach nebenher noch gemacht oder auch wenn jetzt Urlaub war, 3 Wochen Urlaub, hat es keine 4-5 Tage gedauert, da wollte ich schon wieder irgendwas machen. In Dortmund kamen die Symptome dann richtig, traten sie richtig auf mit Müdigkeit, mit Antriebslosigkeit, mit schneller Erschöpfung. Er hatte sehr gute Muskulatur, er war wie ein Bodybuilder letztendlich in der Muskulatur, hatte aber keine Kraft in dieser Muskulatur. Die reagierte nicht auf seine Ansteuerung.
Der wichtigste Aspekt in der Hinsicht ist, dass ich wirklich mich selbst überfordert habe körperlich, dass ich wirklich zu viel von meinem Körper verlangt habe und auch zu viel gemacht habe und auch prophylaktisch zu viel machen wollte, anstatt einfach mich darauf zu konzentrieren, ey, ich mache mein Training, mache meine Spiele und das war's. Aber mein Gedanke war immer mehr machen als die anderen, immer mehr machen, um immer besser zu werden. Und ich glaube, dass es manchmal auch einfach gut ist, dem Körper und auch der Situation Zeit zu geben, normal zu wachsen. Mit den Summierungen der Vorgeschichte in Bayern, vielleicht nicht unbedingt mit dem Trainer zurechtgekommen, nicht so oft gespielt, versucht noch mehr sich darzustellen, noch mehr zu zeigen, dass er bereit ist, da der Mannschaft zuzugehören. Somit hat sich einen gewissen Erschöpfungszustand gebildet. Und der kam nochmal nach der EM richtig zur Geltung und dadurch habe ich dann auch Labor-Blutkontrollen gemacht, die dann gezeigt haben, dass wirklich sein Körper erschöpft war. Das war dann so der Faktor, der dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich da mal eine Reißleine ziehen, so ungefähr. Offiziell ist es eine Stoffwechselstörung. Das heißt, dass wenn der Körper an eine Grenze geschoben wird, dann reguliert er sich selbst. Wenn Sie über längere Zeit eine Trainingsphase haben, die viel zu intensiv ist, mit zu wenig Regenerationszeiten, dann beeinflusst der Hormonellhaushalt über die Nebenniere diesen Stoffwechsel. Das heißt, dass der Körper versucht, Schäden zu vermeiden und versucht dann entsprechend über die Nebenniere bzw. die Hypophyse, die im Gehirn sich befindet, Systeme, die nicht gebraucht werden, um Energie zu sparen, runterzufahren. Das ist ein Schutzmechanismus des Körpers, vitale Funktionen zu schützen über ein Runterfahren von Systemen, die nicht erforderlich sind. Der subjektive Leidensdruck war extrem für Mario. Wenn Sie einen Spieler haben, der sehr körperbewusst ist, der alles tut, um gut zu sein, noch besser zu werden und merkt, dass obwohl er sehr viel tut, immer schlechter wird, ja, dann ist klar, dass er irgendwann angefangen hat zu zweifeln. Und dieser Zweifel ist letztendlich keine Depression in dem Sinn, sondern ein normales Zweifeln von jeder von uns, der merkt, dass der Körper eben zeigt, dass da Grenzen sind, die er vorher nicht gekannt hat. Dass er langsamer wird, dass er eine Spritzigkeit verliert. Also alles, was ihn vorher als Leistungssport ausgemacht hat. Wenn man das merkt, dann ist wirklich so, dass der Leidensdruck sehr, sehr groß ist. Ja, ist okay, weil morgen und übermorgen habe ich noch. Dann das erste frei, zweite zurück und dritte geht es dann mal wieder los. Geht's wieder los. Da fliegen wir eh hin und dann Nachmittagstraining. Ja. Aber ich werde da ganz normal mit Tape dann mitmachen. Mit Tape trainieren und. So, deine linke Seite ist hier jetzt komplett frei. Dein Sprunggelenk. Und hier merkst du, dass du wieder fixierter bist. Im Endeffekt war es eine sehr, sehr frustrierende Zeit, einfach zu begreifen, dass ich jetzt erstmal eine Zeit lang nicht spielen kann. Wenn man eine Verletzung hat oder einen strukturellen Schaden, dann ist es eigentlich ganz einfach. Ja, der Knochen heilt wieder, das Band heilt wieder und dann ist gut. Aber das zu verstehen, dass es auch auf einer anderen Ebene dann eben nicht so rund läuft, das erstmal zu begreifen und dann auch zu verarbeiten, das war eigentlich so die größte Herausforderung. Das war der Faktor, der sehr frustrierend war dann auch. Problematik haben wir auch in der Praxis. Keine Regenerationszeit, keine Phase, wo der Körper oder der Kopf zur Ruhe kommen kann. Dementsprechend war es auch klar, dass wenn die Diagnose bei Mario gestellt wird, dass wir dann im Rahmen der Behandlung auch die Regeneration, die Ruhe verordnen müssen. Der Mario hat spezifische Medikation erhalten, um dieses System wieder hochzufahren, aber es war ein großer Teil der Behandlung, das ist immer bei diesen Problematik, viel Ruhe angesagt.
Nachhinein ist es einfach auch verständlich, dass es dann so gekommen ist und dass mein Körper einfach irgendwann gesagt hat, bis hier und nicht weiter. Dass durch diese Problematik auch dann die Psyche mal eine Rolle spielt und sagen, okay, ich verstehe nicht warum, ich versuche hier alles um richtig zu machen und ich merke, dass ich aber nicht weiterkomme, dass sie dann irgendwann vom Kopf so weit sind und sagen, ja, was mache ich falsch? Ich glaube, das ist normal. Aber es ist keine Depression. Wir haben in keiner Zeit mal eine Phase der Problematik, eine depressive Phase gehabt. Leider wurde es in der Presse anders dargestellt. Wir haben keine Depression. Mario war nie beim Psychiater, hat auch nie Psychopharmaka erhalten. Fußball ist generell auch eine mentale Aufgabe für jeden einzelnen Sportler, dass man da auch seine Leistung bringen muss, dass man mit Drucksituationen umgehen muss. Aber generell kann ich von mir selber behaupten, dass ich mental ziemlich stark bin und auch mental sehr gereift bin in letzter Zeit und auch viel miterlebt habe und auch in Situationen, in Drucksituationen auch damit umgehen kann. Es ist auch so, dass auch er ein Recht auf Ruhe und Abgeschirmtheit hatte. Aber ich durfte dann viel lesen in der Zeit. Ich habe auch Artikel gelesen von Kollegen, die immer, jeder eine andere Meinung hatte und jeder hatte eine andere Diagnose. Wenn man weiß, was die richtige Diagnose ist, dann kann man es belächeln, weil keiner von den Kollegen, keiner der Artikel war entsprechend der Wahrheit nah. Hey, morgen. Hallo. Grüß dich. Alles gut? Ja. Alles parat? Ich bin bereit, ja. Wüstenrunde? Eine kleine Wüstenrunde wäre gut. Sehr gut. Ich habe dein Rad schon gerichtet. Perfekt. Ich habe alles wieder eingestellt, so wie wir es sonst auch immer haben. Optimal. Okay. Prima, dann nimmst du deins. Und ich nehme meins. Machen wir die kleine Runde, 50 Kilometer. Ja. Komm mal, loslegen. Prima, auf geht's. Es war mehr so ein Zufall vor ein paar Jahren, dass ich irgendwie davon gelesen hatte. Und dann hat sich es eben so ergeben, dass ich dadurch auch Wolfi kennengelernt habe, ein Deutscher, der einen Bikeshop betreibt in Dubai und vor, ich glaube, 16 Jahren ausgewandert ist. Und ich habe mir das mittlerweile so fast schon zu so einem Ritual gemacht, dass ich immer, wenn ich in Dubai bin, ihm schreibe und dass wir eine Tour fahren. Skyline ist sensationell. Super, oder? Ich mache es jetzt mittlerweile immer so, dass ich eine Tour in der Wüste mache, über 50 Kilometer meistens. Und ist ein perfektes Workout für mich auch und ist was ganz, ganz Besonderes, weil man es eben in Europa nicht kennt und auch nicht machen kann. Sensationell, dass es so eine Fahrradstrecke gibt, dass die ausschließlich für Fahrradfahrer ist, keine Autos, keine anderen Störfaktoren. Man kann sich wirklich darauf konzentrieren, einfach Fahrrad zu fahren, das zu genießen, da in der Natur zu sein. Für mich als Fußballer ist es natürlich eine ungewohnte Belastung. Generell hat man immer die Assoziation Wüste, Hitze, Sonne. Es wird ziemlich anstrengend, 50 Kilometer zu fahren, aber wenn man auf dem Fahrrad ist, wenn man 30, 35 km/h im Schnitt fährt, dann merkt man das eigentlich so gar nicht, auch wenn wir jetzt mittags fahren. Mittlerweile ist es dann auch so, dass ich zwei, drei Sachen, die mir sehr, sehr wichtig sind, aus der Zeit mitgenommen habe und auch generell jetzt aus der Phase. Das erste, dass es gut ist, dass ich nicht so sein möchte wie früher, weil ich einfach mich auch entwickeln möchte und auch muss. Und das zweite ist, dass ich versuche halt viel auch mit Kopf und Körper das zu vereinen. Und das dritte ist einfach, dass auch eine Regenerationseinheit eine Trainingseinheit ist. Dass ich mir wirklich gesagt habe, ja, man bekommt das ja immer mit, trainier hart, 24 Stunden, mach dies, mach jenes. Bloß nicht aufhören und du hast 24 Stunden am Tag, also trainier auch 24 Stunden am Tag. Das wird ja immer so ein bisschen vermittelt von allen möglichen Trainern, Leuten etc. Für mich war dann irgendwann klar, ey, das ist nicht mein Weg.
gut? Für mich ist das auch so, dass ich aus den Verletzungen oder auch aus negativen Zeiten viel, viel mitnehmen möchte und auch kann und auch muss. Und dass einen das auch weiterbringt, auf ein nächstes Level bringt, wenn man die richtigen Lehren daraus zieht, wenn man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Ja.